Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team mit dem Alex hier. Und ich habe mich hier schon spontan entschieden, doch noch ein Spiel ranzuhängen. Wir sind noch in derselben Aufnahmesession wie letzte Woche, aber das ist ja nur eine Randinfo für euch. Jetzt geht's auf jeden Fall los mit dem Spiel. Ich werde jetzt in dem Spiel wieder übelst kassieren, mich übelst aufregen, aber irgendwie habe ich schon jetzt gerade noch Bock gehabt, noch ein Spiel zu machen. Und ich sollte vielleicht mal einfach ganz gechillt spielen und mich nicht so sehr aufregen. Wenn es jetzt nicht länger sollte, muss ich mich wieder aufregen, aber ansonsten müsste ich einfach mal gechillter bleiben, dann dürfte es auch alles ein bisschen besser funktionieren. Wenn ich mich nicht immer so aufrege. Habe ich jedenfalls das Gefühl, ich glaube, das ist bei jedem irgendwie so. Wenn er sich aufregt, wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Das war ganz scheiße. Der sollte natürlich zu dem anderen Spieler gehen, der da steht. Hä? Was war denn das? Ich habe doch nirgendwo gefoult. Ich wurde gefoult. Und er pfeift mir den Vorteil dafür weg. Danke dafür auf jeden Fall. Sehr nice. Und das ein bisschen fängt gerade an zu laggen. Das ist nicht cool. Aber vielleicht quittet der Gegner ja noch. Okay. Ich wollte eigentlich zu dem Spieler, der von hinten kam, spielen. Hierzu, keine Ahnung, wer es gerade ist. Ich kann gerade nicht zu ihm hinwechseln wieder. Ich glaube hier Rodriguez war es. Der da angelaufen konnte, angelaufen kam, wollte ich hinpassen. Das war nicht so cool. Aber ich will auch nicht jedes. Ich müsste eigentlich theoretisch jedes zweite Spiel im Moment lieben, weil es echt immer auch hier jetzt schon gerade wieder ein Tick am Ruckeln ist, aber es war abseits jetzt gerade zum Glück. Aber ich will es halt einfach nicht, weil ganz ehrlich, ich sag zwar, ich will lieber lieben, bevor ich mich richtig hart aufregen muss, aber ich kann deswegen nicht jedes zweite Spiel lieben, das geht einfach nicht. Dann komme ich ja zu nichts mehr. Weißt du, ihr seht es ja hier. Ich bin vorm Tor und schon geht's ab. Okay, das war wieder krass gerade. 2 Zentimeter vom Tor, ich schieße und ja. Na, ja, das war auch. Wer ist das überhaupt? Mandara, den kennt keines Schwein und hält solche Bälle. Ja, bestimmt kennt jetzt ein paar von euch, die sich extrem gut bei FIFA, mit Fußball international auskennen, aber ich kenne mich mit deutschem Fußball gerade so aus und damit eigentlich eher schon weniger teilweise in letzter Zeit. Boah. Das ist ja so schlecht, dass er da ankam und wir so viel Randomness auch drin. Ach komm, warum macht er da so einen leichten Ball draus? Er kann ruhig ein bisschen fester passen an der Stelle. Er ist aber echt wieder gut hier am Stellungsspiel, der Typ. Da darf ich doch nicht direkt schießen. Andrehen. Oh, und er ist drin. Nice. Wow, nice. Ich habe nicht gedacht, dass er reingeht. Ich wusste, aus dem Winkel bringt Truffrotzen gar nichts, obwohl ich eigentlich eher mehr draufrotzen will in nächster Zeit oder auch in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, weil es eigentlich mehr bringt. Aber ich wusste mit dem Spieler, und also okay, auf den Spieler habe ich gar nicht geachtet, seien wir ehrlich, aber ich wusste, aus der Position habe ich keine andere Chance, außer es mit angedreht zu versuchen, weil Truffrotzen hätte halt locker gehalten aus dem Winkel. Und das ist doch schon nett, dass er auf jeden Fall getroffen hat. Ja, bleiben wir ausgeglichen natürlich. Ich will auch nicht irgendwie jetzt defensiv spielen. Das mache ich nur ganz am Ende, wenn ich 1-0 führe oder sowas und die letzten paar Minuten sind, dann mache ich sowas, aber nicht generell. Nein, nein, nicht in den Reihen laufen. Perfekt. Ah, das war schlecht. Jetzt geht er wahrscheinlich weg davon. Oh, er geht nicht davon weg. Nice. Danke für den Ball. Das war. Der Tor hat ihn wahrscheinlich trotzdem wieder gehalten, aber es wäre gefährlicher geworden, wenn der eine Spiel nicht reingejumpt wäre. Mal gucken, ob er das checkt oder was. Wohin spielt er denn? Sollte wo ganz anders hinspielen. Schade. Der war auf jeden Fall nicht schlecht, der Schuss. Hat aber gehalten. Der No-Name. Ah, schade. Wie gesagt, es laggt auch immer noch so ein Tick, aber es geht noch klar. Noch geht's klar. Jupp. Gehen wir mal einen Gehfehler, bevor er da irgendwie einen Pass rüberschiebt, meine Abwehr wieder absolut unsortiert war, warum auch immer, weil ich eigentlich nur auf ausgeglichen spiele, aber waren unsortiert als Fuck, da gebe ich mal lieber einen Gehfehler. Und dann können die sich ein bisschen sortieren, vielleicht bringt's. Oder es bringt halt auch nichts, weil meine Abwehr einfach sich nicht sortieren möchte. Aber theoretisch hatte sie die Chance dazu durch meinen Foul. Lauf, 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 lauf. Ah, guck mal, wie es hier leckt, das ist so krass einfach nur. Komm, 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 komm. Nein. Uah. Jo, Alter, wie der mich wegbounced lässt, wie der Typ mich einfach nicht zum Ball lässt. Pff,
Der Ball war auch schön aufs Tor und er hält ihn wieder. Weißt du, dabei denke ich mir echt so, das ist so ein absoluter No-Name, Mandara. Mandananda. Was auch immer. Und er kriegt echt solche Dinger hin. Da war, was ist mit dem Spieler los? Das kann ich, das war jetzt ein AFK-Schuss halt eben. Von dem System aus halt. Er ist gar nicht da. What the fuck? Was geht bei dem? Warum ist der jetzt AFK? Verstehe ich nicht. Boah. Nee, Alex, das war gerade lächerlich. Hatte ich so viele Chancen, weil er anscheinend nicht mal da anwesend war. Oder jetzt ist er wieder anwesend, aber da eben gerade in der Situation. Ist immer noch nicht. Was ist bei dem los? Hä? Der führt. Ich will nur 1-0 zu dem. Oh, ich hasse den Torwart. Und das meine ich wieder mit übertrieben halten. Da muss man eigentlich bis vors Tor gehen. Aber er ist AFK und ich kriege gerade kein Tor hin. Das ist echt schon nice. Nice, okay, jetzt haben wir es 2-0 gemacht, wenn der AFK ist, richtig schön ausgenutzt. Ist natürlich ein bisschen lame, wenn er AFK ist, aber ich weiß nicht, warum er AFK ist, weil eigentlich lief es jetzt nicht so schlecht. Also, er hat halt 1-0 gefangen, aber ja, ist ja jetzt kein Beinbruch, ist 1-0. Kann er ja immer noch was machen, aber jetzt mit 2-0 wird es natürlich schwieriger für ihn. Und das ist natürlich ein bisschen nervig für mich, weil die Folge dann 3 Stunden geht, wenn er halt eben die ganze Zeit nichts macht. Aber dann mache ich halt jetzt noch irgendwie so 2 Tore, 3 Tore und wenn ich es denn hinkriege überhaupt und er überhaupt so lange AFK ist und dann spiele ich einfach mit dem Ball hin und her. Sobald ich jetzt noch 2, 3 Tore gemacht habe, spiele ich einfach mit dem Ball hin und her. Dann ist es nämlich auch egal. Aber jetzt ist er wieder da. Ja, jetzt ist er wieder da. Ist doch sehr schön. Wie gesagt, auch wenn ich gewinnen will, aber es ist mir einfach gar kein Bock. Das ist mir viel zu aufwendig, wenn er nicht da ist. Dauert mir einfach alles viel zu lange. Weil dann natürlich immer die Zeit abgewartet werden muss, die CPU dann halt eben als Toleranzgrenze hat. Und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht schön. Wahrscheinlich hat er gerade jetzt seinen absoluten Lagbot angemacht. 3-0, sehr gut. Jetzt quittet er wahrscheinlich. Gehen wir mal vom Quit jetzt aus, Leute. Dann wird es sogar wieder eine kurze Folge, wie letzte Woche auch. Das tut mir natürlich leid, aber ne, er quittet doch nicht. Okay, das finde ich schon mal sehr schön. Aber es kommt mir noch laggier jetzt gerade vor, was mich gerade nicht so stört, weil wie gesagt, ich führe jetzt 3-0. Wenn es halt ein bisschen mehr laggt, dann ist es halt nicht schlimm wirklich für mich jetzt, weil ich muss jetzt keine guten Aktionen mehr zeigen eigentlich. Kann ich natürlich trotzdem, so wie jetzt hier gerade, und das 4-0 machen. Aber what the fuck, was ist bei dem los? Der spielt zwar jetzt wieder, aber der ist, jetzt wird auf jeden Fall leften. Aber der ist mega. Ja, jetzt leftet er auf jeden Fall. Da war es wieder eine kurze Folge heute, Leute, weil noch ein ganzes Spiel drauf wären, 30 Minuten, das ist zu lang. Und daher ist es noch ein eindeutiger Sieg für mich. Ich weiß nicht, warum er nach dem 1-0 AFK musste. Wahrscheinlich Mama hat gerufen oder sowas. Tut mir persönlich vielen leid, aber irgendwie auch nicht. Ach ja, Leute, 4-0, egal. 4-0-2 ist die Bilanz, die ist auf jeden Fall wieder richtig schön. Ja, würde ich sagen, war es das trotzdem schon mit der Folge. Erschlagt mich bitte nicht dafür, wenn die Folge jetzt nur knapp 10 Minuten ist. Aber es passiert halt manchmal und man sollte es einfach auch mal so lassen. Und ja, von daher würde ich sagen, was ist meine Folge? Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!